mit uns bis wir wollen mit Wasser durchs Nightlife, wegspiegeln die Skyline, Order 66. Der Hack erzählt uns nichts über Lifestyle. Wolken Wasser durchs Nightlife, wegspiegeln die Skyline. Ich bin dich nicht drüber hinwegzusetzen. Sonst gibt's nämlich Maßnahmen, Kasuto. Muss er durchgreifen. Sinnlos ist es trotzdem. Ja, es ist sinnlos, aber naja. Wisst ihr nicht, ich verstehe nicht, warum das sinnlos sein soll. Ja, stell dir das mal in echt vor. Ja, gut, okay, du musst aber dir das auch hier vorstellen. Du kommst zu einer Behandlung, der will nur ein... Sagt, er hat eine Skala von einer 1 bis 10, hat er nur eine 3. Gibt es ein kleines Schmerzmittel. Behandelt ihn trotzdem mit dem Pflaster. Das heißt, er ist wieder auf 100 HP und kann schon wieder gleich sofort ohne Probleme, sagen wir jetzt mal, den nächsten Überfall starten. Was er eventuell nicht machen würde, wenn er nur das Kleine bekommt und nur 25 HP geheilt wird, dann ist er nämlich nur auf 30 HP und dann sollte er dringend nochmal entweder sich selbst nochmal versorgen oder halt ein... ja, oder halt nochmal ins Krankenhaus und muss sich dann die Behandlung da bezahlen. Ja, natürlich. Aber ich würde es trotzdem schwachsinnig einfach nur. Ich werde es trotzdem machen, ja, aber was ich davon finde, ja. Ja, gut. So, willkommen Bundeswehrkrankenhaus. Jo. Das ist eher das russische Bundeswehrkrankenhaus. Hattest du Russisch in der Schule, Kasuto? Nee. Ah, scheiße. Du etwa? Nein, hatte ich nicht. Ich hatte Französisch. Hm. Ja. Ist bei der Lehrerin auch sehr gut angekommen. Kann ich mir vorstellen. Habt ihr eigentlich als Dings auch die französischen Begriffe? Als Bäcker? Als Bäcker die französischen Begriffe? Ja, hast du nicht gerade, oder habe ich das jetzt gerade wieder, du hast doch gerade gesagt, das ist in der Lehre gut angekommen. Nein, das ist bei der Lehrerin gut angekommen. Ach, bei der Lehrerin gut angekommen. Ja, mein Französisch, das war Wortwitz. Ja, ja, klar. Nee, ich habe Lehrer, nee, weil als Koch musst du ja französische Begriffe kennen. Ja, als Bäcker nicht. Gut, ja, nee, dann, Gut, Cuisine. Halt die Schnauze, ich hab keinen Bock drauf. Ja, das Ding, das Lustige ist, dass du es eigentlich nur in sehr wenig gehobenen Restaurants hast, das Französische. Sonst hast du eigentlich die normale Ausdrucksweise. Ich verstehe nur noch nicht, was halt Blanchieren eigentlich ist beim Gemüse, aber... Was Blanchieren ist, weißt du nicht? Blanchieren, ja, keine Ahnung. Hast du es noch nie gemacht? Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt ist. Ich kenne den Begriff, man blanchiert Gemüse, aber was das genau ist, weiß ich zum Beispiel nicht. Kann es sein, dass ich es schon gemacht habe, ohne zu wissen, dass das Blanchieren ist? Ist es so weit wie Gemüse andünsten? Nein. Das ist, wenn du zum Beispiel jetzt eine Tomate hast, ja? Ja. Kochst die ab. Und dann ziehst du mit einem Messer... Ja. Die Haut von der Tomate ab. Okay. Das ist das. Also einfach nur schälen. Nein. Quasi. Nein. Nein? Aber, nein. Dass du es halt vorher kochst. Also zum gewissen Teil ist es richtig mit dem... Es ist eigentlich... Blanchieren ist eigentlich in heißem Wasser kurz kochen und danach in Eiswasser, ich betone Eiswasser, abblanchieren. Kalt werden lassen. Genau. Also relativ schnell kalt werden lassen. Okay, und was soll das bringen beim Gemüse? Das bringt alles. Der Geschmack bleibt, die Farbe bleibt, die Konsistenz bleibt. Okay. Es ist einfach besser. Ah, und nein, das habe ich noch nie gemacht tatsächlich, blanchieren. Nein, ich sag mal, zu Hause macht man es auch selten. Da wird gekocht und wenn das Gemüse fertig ist, dann kommt es entweder in der Schale... Und dann wird es gegessen, fertig aus. Aber zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Buffets hast oder sowas, dann blanchierst du das Gemüse zum Beispiel vor. Das heißt, du kochst es kurz ab, lässt es dann in Eiswasser,
es behält alles noch und wenn du dann, ich sag mal, zum Beispiel Buffet oder sowas oder Menü in der Hinsicht, wo du viele Teller mit dem Gemüse hast, dann haust du es nochmal kurz rein, dann ist es aber schon fertig. Das heißt, du musst dann, ich sag mal, wenn es zack zack gegen, gehen soll, ja, musst du nicht stundenlang warten, bis das Gemüse endlich fertig ist, weißt? Ah, okay. Das hat den Vorteil. Du machst quasi, aber schälen tust du es vorher schon, oder was? Ja, du machst, bevor du es ins heiße Wasser gibst. Fertig. Du machst es komplett fertig. Gibst dann in heißes Wasser, koch das ein bisschen und pack es dann in Eiswasser. Mhm. Ah, okay. Weil das Ding ist ja so, zum Beispiel, bestes Beispiel ist Blumenkohl oder Romanesco oder sowas. Da hast du das Problem, oder eigentlich auch bei jedem, aber da fällt es eben am meisten auf, dass es ja, wenn du es aus dem Topf rausholst, dann ist es ja nicht sofort kalt, sondern ja, es gart genau, ja weiter. Mhm. So, und durch dieses Eiswasser wird das eben verhindert. Ah, okay. Aber dann ist ja das Essen kalt, letztendlich. Ja, klar. Aber du willst ja keinen kalten Blumenkohl essen, oder? Achso, haust du es danach einfach nur nochmal kurz in den Ofen, also nochmal kurz erwärmen und dann ist gut, wenn du das heißes hast. Genau. Wie gesagt, das hat den Vorteil, dass du eben, wie soll ich sagen, oftmals wird es gemacht, wenn du zum Beispiel, wie zum Beispiel bei mir in der Lehre, wir hatten irgendwie 10 Flammen, wenn du aber, ich sag mal, nur 4 oder ja doch 4 Flammen hast, also der eine Posten hat 4 Flammen, der andere Posten hat 6 Flammen. Flamme, ist das ein Herdplatte? Ja, Herdplatte, kannst du auch sagen. Gut, okay. Ja, wie gesagt, also in der Gastronomie wird ja viel mit Gas gemacht, weil es einfach effektiver ist. Habe ich auch schon gehört. Soll auch besser schmecken mit Gas. Ja, viele Sachen. Auf jeden Fall. Also wenn du zum Beispiel Bratkartoffeln über ein Gasherd machst, ist es auf jeden Fall geiler, als wenn du es in eine Dings machst. Elektroherd. So. Elektroherd, ja genau. Und wie gesagt, so, wenn du dann nur 4 Flammen hast, aber jetzt übertriebenermaßen, ich sag mal, 6 oder 4 Pfannen und 2 Töpfe, die du sofort auf Schlag fertig machen sollst, weißt? Mhm. So, dann kommt das zum Einsatz zum Beispiel, dass du das Wasser, also das Gemüse, vorblanchierst, dann abkühlen lässt und dann wirklich, ich sag mal als Beispiel, die 2 Soßen schnell warm machst und danach und dann ganz zum Schluss schnell das Gemüse, weil im Endeffekt muss es nur einmal kurz warm gemacht werden. Dann wird es kurz reingeschmissen, hochgedreht, wartest du 2-3 Minuten, bis es einmal aufkocht, dann ist es heiß und dann kannst du es so gesehen rausschicken, also rausschicken zum Gast schicken. Ah, okay. Das hat den Vorteil. Da muss man nicht 5 Stunden Dings oder auch Kartoffeln. Kartoffeln werden, so wie gesagt, sag mal, gekocht. Hm? Und dann kannst du sie auch ablangieren. Also Pellkartoffeln. Okay, die sind Beispiel dann quasi fertig, nur kalt. Genau. Weil zum Beispiel Pellkartoffeln benutzt du ja für Bratkartoffeln. Also es gibt auch, echt? Es gibt auch Leute, die machen aus... Ich nehme rohe Kartoffeln dafür, ja, und mache daraus Bratkartoffeln. Genau. Finde ich auch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dauert ein Tick länger? Ja. Aber die sind knuspriger, habe ich das Gefühl. Das kann möglich sein. Aber natürlich, das kannst du auch machen, aber es gibt das eben auch. Und dann werden sie gekocht, die Kartoffeln, bis sie dann fertig sind. Und dann werden sie ablangiert. Damit, dann löst sich ja auch die Haut so ein bisschen. Dann kannst du sie besser pellen in der Hinsicht. Okay. Und ja, wie gesagt, und dann wenn sie nachher zu Bratkartoffeln weiterverarbeitet werden, dann werden sie eh nochmal kurz, ich sag mal, erwärmt. Und dann, wenn sie dann komplett fertig sind mit Speck und Zwiebeln und Gewürzen und tralala. Oh, hör auf, ich hab richtig Hunger auf Bratkartoffeln gerade. Ja, ja, richtig. Ja, und dann sind sie fertig. Ich mach mir tatsächlich ab und zu mal ganz gerne zu Hause ein Bauernfrühstück. Ja, ist doch ganz geil eigentlich. Ja, finde ich auch. Ein paar Zwiebeln, ein bisschen Speck rein, das Ei drum schlagen. Das Einzige, was ich nur nicht hinkriege, das Ei hält nicht. Also das bricht irgendwie bei mir auseinander in der Pfanne dann, wenn ich es drehe. Das ist ein bisschen kacke. Irgendwie lasse ich es zu wenig stocken anscheinend oder dass es nicht fest wird richtig. Ich krieg's beschissen gedreht. Oder ich mache einfach zu viel, das kann auch sein. Ei. Nein, zu viel von der Menge her, dass ich es nicht anständig gedreht kriege.
Wenn du normale, ja gut, kommt drauf an, du solltest natürlich eine schöne Pfanne haben, die am Rand so ein bisschen rund ist. Ja. Du hast ja auch, es gibt ja auch diese, sag mal, diese Pfannen, die haben einen gewissen, wie soll ich das sagen, einen gewissen, ja, wie soll ich das ausdrücken? Die gehen runter, dann haben Ja. sie also zwischen, wie soll ich das ausdrücken, Rand und Boden eine ganz kleine Welle und dann kommt schon die, ich sag mal, die Die Pfanne, Wand. nee, andersrum, da unten, also wo du das reinlegst, so. Und damit solltest du natürlich kein Bauernfrühstück machen. So, wenn du natürlich so eine Pfanne hast, deswegen, wie gesagt, ist zum Beispiel auch geil, wegen Gasherd, so, wenn du dann das Ei da drin machst, dann kannst du es schön stocken lassen und kannst es auch Dings, so dass es sich auch am Rand verteilt und dann kannst du dann auf einer Seite machst du die Bratkartoffeln rein und kannst es dann so schön auf den Teller und dann einmal schnell, up, die Pfanne so drehen und dann hast du ein schönes, Omelett. Ja, stimmt. Obwohl es eigentlich kein richtiges Omelett ist, weil Omelett ist wieder was ganz anderes. So gesehen. Omelett, weißt du, wie ich bei Omelett mache? Na, wie? Ich nehme mir Eier, schlag's ein, also schlag's in, weiß ich nicht, in Dingster ein, in Messbecher, rühre sie so lange um, bis sie leicht schaumig sind. Ja. Kommt Salz rein, Pfeffer rein, ein bisschen Speck. Ich mache mir meistens ein herzhaftes und dann wird es einfach in die Pfanne gehauen, stocken gelassen und rausgenommen. Also eigentlich ist das Ding Ja. nicht fest, also nicht durchteiltes Rührei. Nur als, ja, als Scheibe halt dann. Ich bezweifle, dass das richtig ist. Das ist wahrscheinlich kein Omelett, aber Ja, ist eigentlich kein Omelett. man kann es essen. Ja, das auf jeden Fall. Ja, eigentlich ist es kein Omelett. Was ist es? Oh, ich habe schon so lange, ich möchte mich erstmal wieder, müsste mich echt mal wieder so ein bisschen informieren. Ja, das ist kein richtiges Omelett, sag ich mal. Zumindest stand das so mal bei Chefkoch drin als Omelett, so wie ich das gemacht habe. Seitdem mache ich das eigentlich so. Aber bei Chefkoch ist auch nicht alles. Wenn ich mir da manche Backrezepte angucke, dann werden da Sachen als Kuchen verkauft, die gar kein Kuchen sind. Sondern Kleingebäck oder ähnliches. Jetzt kommt die Starter-Edition, ermöglicht einen von Umfang zu Rainbow Six Siege-Spiel zu einem reduzierten Preis und erwartet mit einem neuen Freischaltungssystem für die Operator auf. Aber immer auf unsere Linksseite, ja, weiß ich nicht. Was ist Rainbow Six Siege? Ja. Spiele ich selber hart genug? Ja, wunderbar, dann können wir das ja nachher gleich mal zocken, wenn es runtergeladen ist. Ja, weil Tony Montana hier, einer vom Server, der hat das letztes Mal schon, wollte das letztes Mal schon mit mir zocken. Und, warte mal, zieh was ich jetzt mit dem nee. Ach so, ja. Und habe das jetzt schon gesagt und deswegen. Ja, Rainbow Six Siege macht Spaß, also kann man auf alle Fälle zocken. Ich habe aber auch noch nicht, ich müsste mich eigentlich mal wieder ransetzen, aber ich habe zurzeit eher auch wenig Lust darauf, muss ich auch gestehen. Also deswegen wird es wahrscheinlich erstmal nicht mit zocken mit Rainbow Six Siege. Ich habe das Ewigkeiten wirklich hart gesuchtet, auch im Ranked-System. Okay. Also in der Gruppe macht das riesig viel Spaß. Ja, und das habe ich nämlich zu links auch gesagt zu Toni. Ich denn so, weil er meinte, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber leider kein. Alleine ist es langweilig. Alleine hast du, spielst du meistens mit Bots rum, kannst dich nicht absprechen, beziehungsweise die wenigsten sprechen sich ab. Ja, klar. Das Ja, ist zum Kotzen. das hatte ich ihm auch gesagt. Weil er nämlich gefragt hatte, wer Rainbow Six, weil die wollten irgendwie, ach keine Ahnung, schon ein paar Wochen her, warte mal ganz kurz, bin gleich wieder ja, die wollten so ein kleines Turnier machen in Rainbow. Und wurde ich dann gefragt, ob ich jemanden kenne, der das hat und so. Und warum ich das nicht habe, da habe ich gesagt, ja, ich habe zurzeit kein Geld dafür. Und
Ich bin auch so ein Typi, wenn ich zum Beispiel mir StarCraft kaufe, als so das Beispiel. Ja. StarCraft 2 müsste dir was sagen, ne? Hab ich selber, hm? Genau, wunderbar. Und ja, du hast, wie gesagt, das kannst du dir ruhig mal kaufen, weil da hast du viele Möglichkeiten, wo du es alleine spielen kannst, sag ich mal. Hm. Oder du hast eine richtig geile große Kampagne in der Hinsicht. Ja, Rainbow Six Siege ist ein reiner Multiplayer-Titel, da brauchst genau. du deine Leute. Also das war damals der Grund, warum ich mir dann auch einen Clan gesucht habe, der das spielt, beziehungsweise eine Community. Mhm. Und mit der in der bin ich ja heute noch und durch diese Community bin ich auch erst wieder auf Arma gekommen. Ja. Ich hatte ja Arma auch schon vorher gehabt, nur nie gespielt, weil mir das einfach zu komplex war, für mich alleine zum Herausfinden. Aber wenn du wirklich einen hast, der dir das Stück für Stück zeigt und erklärt, also jetzt wirklich Mission, Koop-Mission und so eine Sachen, dann ist es doch schon bedeutend leichter zu lernen. Ich sag mal, das was auf Altes passiert, das ist ja kein Arma mehr. Das ist ja Kinderkacke. Ja, klar. Sag ich jetzt mal so. Da habe ich auch, wie gesagt, bei Rainbow Six Siege, das Geile halt an dem Spiel ist wirklich, dass der Content immer erweitert wird, immer weiter erweitert wird und das alles auch noch kostenlos ist. Also du kannst alles mit Spielewährung freischalten. Die neuen Operator, die Maps sind alle gratis, die dazu kommen mit jeder Season kommt eine Map dazu, die ist gratis. Das ist echt geil, also die kümmern sich wirklich um ihre Leute und dementsprechend wird das auch noch gespielt. Das kann ich natürlich verstehen. Man braucht halt bloß eine Gruppe. Und ich habe gestern gesehen, gestern hat mal wieder einer von unserem Clan auch gespielt. Und da hat sich auch wieder ein kleines Grüppchen gebildet. ESL hatten wir auch mal gespielt. Beziehungsweise wir haben auch zwei Spieler, die in der ESL spielen, in den Top 5 Teams von Deutschland. Ah, die sind aber auch richtig, richtig gut dann, aber die müssen, da musst du auch trainieren für dann. Ja, klar. Ich verstehe. Nee, eigentlich schon ein recht witziges Spiel an sich. Du hast halt wirklich da viele Sachen zerstörbar sind und so. Du halt wirklich nur 5 Operator mitnehmen kannst. Mhm. Und es jeder Operator einen Counter hat, ist das Balancing auch sehr gut an sich. Du hast zwar irgendwo ist dann immer manch einer stark, aber das wird dann auch versucht zu fixen. Bis auf den einen. Der ist immer noch scheiße. Der wird kaum gespielt. Tachanka. Der wurde bisher noch nicht gebufft. Das ist echt kacke. Der braucht echt dringend einen Buff. Ansonsten ist der echt nutzlos. Mit dem kannst du so einen Stand-MG aufstellen. Ja. Aber damit bist du ziemlich immobil. Zwar kannst du damit Sachen decken, aber also gewisse Wege abdecken. Aber du bist sehr schutzlos da dran, ne, weil du halt nicht in Bewegung bist. Und irgendwie müssen sie sich da irgendwas einfallen lassen. Ja, das kann ich natürlich verstehen. Wo ist es denn? Ich werde aber auch bald ins Bett gehen, ey. Ich bin voll müde. Ich schlaf bald ein. Oh cool, 14 Stunden, Junge. 14 Stunden soll das installiert werden. Ja, das ist ziemlich groß mittlerweile. Ja, alles gut. Ja, ich muss ganz kurz mal hier meine Dings machen. Gut. So. Ja, übrigens, Hast du? Gestern Abend mit Mia kurz geredet. Und der Urlaub wurde bestätigt, also? Denke ich mal. Also, sie hat mich wieder gefragt, ganz kurz, sie hat mich gefragt, was
was los ist, weil ich mich ja angeblich irgendwie so kaputt anhöre oder ich das nur erzählen und so. Wollte ihr es eigentlich nicht so ganz erzählen, aber sie meinte dann auch so, dass sie wohl heute Abend nochmal mit mir reden möchte. Weil ich hier so ein bisschen, schon ein bisschen was gesagt habe. Mhm. Und ja. Deswegen. Ja. Mal gucken. So, gucken. Kommen wir unter die Stromleitung durch? Ah, nee, das könnte zu knapp werden. Hier ist zu stark bewaldet. Könnte gut möglich sein. Boah, nee, ich bin kackemüde. Ich hör auf, Alter. Ich bin gleich ein vom Rechner. Das war scheiße so. Hast du gehört, Kasuto? Jo. Gut, okay. Schade, kein vernünftiger medizinischer. Ja, Einsatz. Das war eine doofe Idee.